Hallo ihr Lieben, ich starte heute ein ganzes Barf-Video, also dieses Thema wird nur um Barf handeln, da ich jedes Mal wieder gefragt werde, wie mache ich das genau mit dem Barfen, und diesmal werde ich es euch von der Bestellung bis zur Portionierung zeigen und ich hoffe, dann sind alle Fragen geklärt. Wenn nicht, könnt ihr gerne unten in den Kommentaren nachfragen, ich werde auch nochmal einige Infos in die Infobox setzen, genau. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Wenn ich bestelle oder generell, dann nehme ich mir immer zuerst diese Tabelle. Da müsst ihr euch berechnen, was der Hund braucht. Dafür gibt es sogenannte Barf-Rechner. Da werde ich euch auch nochmal welche unten in der Infobox verlinken. Diese Rechnung hier ist aus einer Facebook-Gruppe. Es gibt auch viele Facebook-Barf-Gruppen und die haben Dateien und ganz tolle Excel-Tabellen erstellt zum Barf-Rechner, zum Fettrechner, zum Seealgenmehl-Rechner. Und das ist jetzt hier der Barf-Rechner aus einer Facebook-Gruppe. Hallo Bruno. Genau, und da steht alles Wichtige drin. Bruno wiegt 15 Kilo, kriegt 3% vom Körpergewicht, weil er ein kleinerer Hund ist, und 80% tierische, einen 80% tierischen Anteil, und 20% sind dann Gemüse und Obst. Ja, hier sieht man mal seine Aufteilung. Das müsst ihr für euren Hund selbst ausrechnen, je nach Aktivität. Kastration oder nicht kastriert. Größe, also ihr müsst es schon selbst für euren Hund ausrechnen, das könnt ihr so nicht übernehmen, die Werte. So, ich habe jetzt aber diesmal bestellt und ich bestelle sehr oft bei Haustierkost. Dieses Video wird hier nicht gesponsert von irgendwelchen Firmen oder so, das ist meine eigene Überzeugung, die Sachen habe ich auch immer selbst bezahlt. Wie gesagt, ich habe diesmal bei Haustierkost bestellt, da habe ich schon öfters bestellt, habe gute Erfahrungen gemacht. Man kann auch super gut bei unserem regionalen Anbieter Carnivora Barf Shop bestellen. Alles unten dann einfach in der Infobox. Und ich wollte auch nochmal demnächst Saxonia Barf ausprobieren. Aber wie gesagt, wir haben allerdings diesmal bei Haustierkost bestellt. Und da zeige ich euch jetzt mal meine Bestellung. Ich habe wirklich immer die Tabelle zu liegen und dann bestelle ich auch wirklich nur die Menge, die ich für den Monat brauche. Einmal habe ich Wildfleischklumpen, Rindermixhappen, Rinderkehlköpfe, Rinderknorpelmix, Lammherz, Lammpansen und Rindernieren. Zwei Sachen hatte ich noch zu Hause, 500 Gramm Leber und Kaninchenkarkasse gewolft. Genau, das habe ich jetzt immer bestellt, hier manchmal zweimal, manchmal einmal, manchmal fünfmal, genau, und ja, das hat dann insgesamt für einen Monat fast 49 Euro gekostet, da kommt dann noch ein bisschen Obst- und Gemüsegeld drauf, so 5, 6 Euro vielleicht, und dann hat man für 55 Euro einen 15-Kilo-Hund für einen Monat ernährt, der einen sehr hohen Energieumsatz hat, weil Bulldoggen haben ja sehr viele Muskeln. Genau, das habe ich bestellt. Also wirklich, ich halte mich immer an die Tabelle. Wenn das jetzt mal ein Gramm oder ein paar Gramm zu viel sind, dann ist es auch nicht so schlimm. Man muss jetzt da nicht haargenau auf die Grammzahl achten. So, das Paket ist auch eben angekommen. Na Bruno, du bist auch am Start. Und ich zeige euch mal, was hier alles drin ist. Beziehungsweise ist es ja die Bestellung, nichts Überraschendes. Und ich habe gerade festgestellt, dass ich eigentlich gar nicht den Rindermixhappen bestellen wollte, sondern eigentlich nur Rindfleisch. Ach Mist, hab mich da ein bisschen vergriffen. Eigentlich wollte ich nur Muskelfleisch davon bestellen. Jetzt habe ich hier so einen Rindermixhappen. Da ist jetzt Pansen mit bei, Maulfleisch und Knorpel und Schlund. Eigentlich habe ich mich da vergriffen. Naja, ist auch nicht so schlimm. Dann habe ich jetzt hier nochmal Rinderkehlkopf gewolft, Lammpansen, nochmal Lammpansen, Lammpansen, Lammpansen und nochmal Lammpansen. Genau, das war's jetzt mit den Pansen. Dann habe ich hier so einen Rinderknorpelmix. Das ist 50% Rindernasen, Rinderlefze und Rinderkopffleisch. Genau. Dann habe ich hier einmal Lammherzen.
und 500 Gramm Rinderniere. Und hier haben wir Wildfleischklumpen und nochmal Wildfleischklumpen, die muss ich nachher selbst noch schneiden. Ja, das war es von unserer Bestellung für diesen ganzen Monat und das reicht dann Bruno für den ganzen Monat. So sieht eine typische Tagesdose von Bruno aus. Die ist jetzt einfach nur aufgetaut und da fehlt auch schon die Hälfte. Kriegt dann einfach morgens die Hälfte davon und abends die Hälfte. Hier ist auch ein Hühnerhals dabei. Da ist wirklich schon alles dabei. Pansen, Knochen. Also einfach alles zusammengemixt und reingemacht. Es ist auch nicht wichtig, dass der Hund jeden Tag genaue Grammzahlen von jedem Bestandteil bekommt. Wichtig ist, dass ein gesunder, erwachsener Hund am Ende des Monats einfach alle Bestandteile hatte. Egal in welcher Form, an welchem Tag. Also es kommt auf den Monat drauf an, nicht auf den einzelnen Tag. Das ist bei Katzen oder so ganz anders. Da muss man genauer drauf achten, aber da kenne ich mich nicht mit aus. Bei Hunden kann man das relativ locker gestalten. Ne, Hund? So, ich habe mir jetzt alles rausgelegt, was Bruno eben für den Monat braucht. Das ist die heutige Bestellung, die angekommen ist, plus Kaninchenkarkasse und Hähnchenleber, was ich noch da hatte. Und Fett, weil ihr müsst mal schauen, hier bei diesen Wildsachen ist schon ein Optimalwert von 16% Fett, da braucht man nichts mehr hinzugeben. Aber hier habe ich ja Rind und da ist der Fettgehalt 11%, da braucht man auch nicht mehr ganz so viel zugeben, aber ein ganz bisschen müssen wir zugeben. Meistens, wenn man Rindfleisch bestellt, dann ist da Prozentwert 4 und da müsst ihr wirklich noch extra Fett hinzugeben, sonst nimmt euer Hund ab, weil Fett ist Energie und nur reines, ganz mageres Muskelfleisch, davon kann der Hund halt keine Energie aufnehmen. So, das werde ich jetzt alles auspacken, in diese Schale machen und dann taut es einfach nur auf. Und in der Zeit, wo es auftaut, kaufen wir Gemüse im Supermarkt ein. Ich gehe jetzt sowieso einkaufen und kaufe für Bruno gleich noch ein bisschen mehr Obst und Gemüse und das bereiten wir dann danach zu. So, das taut jetzt bis heute Abend auf. So, ich habe das Ganze jetzt geschnitten. Am besten ist, ihr macht es wirklich noch halb gefroren, lässt sich das Fleisch wirklich am besten schneiden. Und auch alles wieder schön sauber gemacht. Also wenn ihr barft, dann müsst ihr wirklich eine Hygiene beachten, weil das ist halt rohes Fleisch und es ist auch nicht für Menschenverzehr geeignet. Da solltet ihr wirklich immer reinlich sein, alles schön danach gründlich sauber machen. Ich benutze auch extra Schneidebretter, die ich nicht für uns benutze, auch wenn das alles richtig heiß abgewaschen wird. Ja, achte ich da schon drauf, dass das sehr hygienisch alles abläuft, dass ich danach alles gründlichst sauber mache. Genau, so sieht jetzt unsere Dings hier, unser Topf aus. Es ist diesmal ganz schön voll. Das werde ich jetzt alles einmal mischen. Obst und Gemüse habe ich mich jetzt entschieden, mache ich nicht. Das mache ich Bruno einfach immer täglich mit rein. Bisschen Gurke schnibbeln oder wir haben auch noch so ein Trockengemüse, was man in Wasser einweicht von Ida Plus. Ja, und diesmal werde ich nicht Obst und Gemüse mit portionieren, sondern jeden Tag einfach auch mal was so da ist mit dran machen. So, ich habe mir jetzt meine ganze Küche hier mit solchen Boxen, mit 31 Boxen ausgestattet und werde jetzt immer achten, dass ich so von jedem bisschen, man sieht ja was in Reihen, was Pansen, was Muskelfleisch ist, immer in die Dosen verteile und dafür nehme ich die Waage. Und dann gucke ich hier eben, was der tierische Anteil pro Tag ist. Das sind 360 Gramm und die kommen jetzt in jede Schale. So, eine halbe Stunde später habe ich alles aufgeteilt in die Dosen. Die werde ich jetzt natürlich verschließen. Wie gesagt, Gemüse ist da nicht dabei. Das werde ich immer jeden Tag extra machen. Ja, das war's mit dem Portionieren. Zusätze wie Seealgenmehl und Öl kommen dann auch noch jeden Tag dazu. Seealgenmehl muss man auch mal ganz genau ausrechnen wegen der Jodzufuhr. Genau, und weil man ja keine, ich glaube, Schilddrüse oder so verfüttert, muss man halt noch so Jod hinzufügen. Genau.
Das werde ich jetzt alles zumachen. Das kommt jetzt in den Tiefkühler, außer die Ration gleich für morgen. Die lasse ich gleich im Kühlschrank. Und dann wird das einfach jeden Tag immer rausgeholt und aufgetaut. Und dann bekommt das Bruno. Jetzt sind wir für einen Monat fertig. Haben ungefähr anderthalb Stunden einmal gebraucht. Also anderthalb Stunden müsst ihr ungefähr einplanen. Einmal im Monat, je nachdem wie geübt ihr seid. Länger oder kürzer. Und tja, dann braucht man jeden Tag nur noch auftauen und das war's dann auch schon. Ich hoffe, ich konnte eure Fragen erstmal so beantworten. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt's unten gerne in die Kommentare, so machen wir das immer. Ja, wenn ihr es anders macht, könnt ihr es auch mal gerne schreiben, wie ihr es macht. Und ich freue mich, euch beim nächsten Mal wieder zu sehen. Ciao!